Produktvideo stelle ich euch von F&V die K4000S IE Bicolor Leuchte vor. Das ist eine LED-Flächenleuchte, wie man sehen kann, mit einem ganz einfachen Bedieninterface, die mit Strom aus der Steckdose betrieben werden kann oder aber auch dann optional mit V-Mount-Akkus, die dann einfach hier hinten eingeführt werden, um damit auch den mobilen Einsatz einfach dann zu erleichtern. Ich werde einfach jetzt mal ganz kurz ein paar Nahaufnahmen zeigen, zur Leuchte selber noch ein paar Sachen dazu sagen und dann schauen wir uns mal ein paar Testaufnahmen an. Die Rückseite selber, also das Interface sozusagen, ist sehr aufgeräumt. Hier haben wir also ganz normal den Ein- und Ausschaltknopf und dann hier die Regler einmal für die Farbtemperatur selber und dann auf der anderen Seite hier für die Intensität, also sprich für die Stärke selber auch vom Licht. Dann ist hier hinten das Netzteil, wo also hier einfach normalerweise auch der V-Mount-Akku eingeführt werden würde. Das Netzkabel ist natürlich im Lieferumfang enthalten, das wird ja einfach hinten reingesteckt. Und an der Seite hier sind zwei kleine Bügel bzw. ein kleiner Bügel. Und wenn ich den jetzt einfach hier losdrehe, dann kann ich hier natürlich auch die Leuchte einmal ganz herum um 360 Grad einfach um sich rumwandern lassen. Das bedeutet natürlich in der Praxis, ich kann die Lampe also wirklich hier in jedem Winkel fixieren, den ich dann einfach brauche. Ne? Einfach einstellen, hier auf der Rückseite dann ganz normal an der Seite einfach festdrehen. Dass die sich jetzt hier dreht, hängt natürlich damit zusammen, dass ich die jetzt für die Präsentationszwecke hier nicht fixiert habe. Unten wird die Lampe einfach auf einem Spigott angeschlossen hier unten und mit dieser Schraube normalerweise dann festgedreht. Die habe ich jetzt gerade mal offen gelassen, damit wir hier einfach mal ein bisschen mehr gucken können, wenn ich die Lampe einfach dann ein bisschen bewege. Wenn man natürlich jetzt hier einen V-Mount-Akku einsetzt, dann ist natürlich die Flexibilität wegen dieser 360-Grad-Drehung natürlich vollkommen frei. Mit der Stromvariante muss man natürlich mal im Hinterkopf behalten, dass man das Kabel hier hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier so einmal um mich rum selber, womit nicht mit purer Gewalt, einfach mal losdrehen. Wenn ich also jetzt hier einfach die Lampe einmal so um sich herum, ne, dann ist das Kabel natürlich im Weg, da muss man ein bisschen mitdenken. Ansonsten ist natürlich hier ganz normal auch jede Einstellung mit Kabel möglich, die man so machen möchte. Man kann halt eben nicht einfach bedenkenlos einfach hier einen Flip nach dem nächsten in eine Richtung einfach dann machen. Zum Licht selber, hier auf der Vorderseite kann man natürlich dann schon mal sehen, Bicolor, das heißt, das Ganze löst sich also auf einmal in der ganz normalen Kaltfarbtemperatur und dann die gelben LEDs, die sind für die etwas wärmere, die kann man einmal komplett untereinander ausschalten, dass halt eben jetzt hier nur jetzt die hellen LED-Leuchten sind und dann kann man das natürlich einfach nochmal so reinregeln, dass dann nur die gelben an sind. Also die gelben machen natürlich dann das warme Licht, die genauen Daten sind natürlich auch nochmal auf der Produktseite, der sich hinter diesem Link befindet, der unter dem Video ist, da kann man sich also nochmal genau alles anschauen und die weißen natürlich dann für die kältere Farbtemperatur. Darüber hinaus kann natürlich mit dem zweiten Drehregler hier einfach dann die Intensität eingestellt werden. Nicht verwirren lassen, ich habe die Kamera natürlich jetzt hier auf Automatik laufen, deswegen pumpt das jetzt ein bisschen nach. Das ist natürlich hier in Wirklichkeit alles viel, viel heller, aber das gucken wir uns gleich nochmal in kurz einigen normalen Testaufnahmen dann einfach an. Der Einsatz von dieser Leuchte ist im Prinzip eigentlich dafür gedacht, dass man sie also wunderbar einsetzen kann on location, sprich also einfach auch durch diese V-Mount-Akku-Geschichte universell überall, wo man halt normalerweise keine Steckdose hat oder halt eben auch wie in diesem Fall einfach hier mit der Steckdosenvariante als ganz normales Profi-Studio-Equipment. So, und da das ja mit Zahlenangaben, mit Lux und Lumen und was weiß ich nicht alles immer so eine Sache ist, dachte ich mir einfach mal, ich mache mal in Zukunft jetzt einfach hier so ein paar ganz normale Testaufnahmen, damit ihr euch einfach mal so ein bisschen davon überzeugen könnt, was denn da so für eine Lichtkraft hinter ist, was dann damit ausleuchten kann oder könnte, wie auch immer. Und ja, ich sage einfach mal Film ab. Thank you.
Das waren jetzt mal so einfach so ein paar Impressionen, ne? Aber so gesehen, das ist jetzt eine Leuchte, die eigentlich mehr so im Nahbereich ihre ganze Kraft entfalten kann, als halt eben jetzt im fernen Bereich, also ganze Hallen ausleuchten. Damit kann man nicht, wenn man sowas machen möchte, dann kann man auch einfach im Baumarkt gehen, sich irgendwelche Bauleuchten kaufen, die man nicht regeln kann, wie auch immer. Aber das ist halt eben eine Leuchte, da geht es halt darum, dass man so ganz diffizil einstellen kann, die Farbtemperatur, wenn man das halt ganz gerne möchte, auch vom Fotoeindruck, man fotografiert zum Beispiel oder auch videografiert, ob halt eben jetzt zum Beispiel irgendwelche Hauttöne irgendwie ein bisschen kühler rüberkommen sollen oder halt eben einfach ein bisschen wärmer rüberkommen sollen. Am Schluss habt ihr ja gesehen, also einfach mehr so für die People-Geschichten oder Menschen, wie man da auch mal so sagen kann. Dafür ist es natürlich halt eben wunderbar auch gedacht. Auf der Vorderfront hier ist also fest verbaut, kann man aber abschrauben. Also für die Hardcore-Leute unter euch ist fest verschraubt. Also hier diese Diffusorscheibe, die wir hier haben, also die so ein bisschen eine Wirkung hat wie so eine Softbox. Ich würde die eigentlich auch drauf lassen, weil also die reinen LED nur mit der Glasabdeckung dahinter, das ist also schon ziemlich krasses Licht. Natürlich, wenn man jetzt ein bisschen Licht braucht und ein bisschen mehr ausleuchten möchte, dann kann man natürlich hier jetzt mit dem Abschrauben von dieser Streuscheibe noch ein bisschen mehr rauskitzeln, vielleicht ein paar Zentimeter oder so. Aber das geht natürlich irgendwie so ein bisschen auch am Verwendungszweck der Leuchte dann vorbei. Das also hier von F&V, die K4000S, beziehungsweise die Bicolor-Variante. Wir haben noch eine normale Variante von dem Shop, also ohne Bicolor mit Streuscheiben, ganz normal mit Wechselscheiben. Das ist natürlich dann hier schon so ein Must-Have, einfach weil es bequemer ist und das Mitschleppen von irgendwelchen anderen Zubehörteilen einfach dann erspart. Wenn das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen da lassen. Ansonsten einfach Fragen in die Kommentarspalte reinschreiben, den Channel abonnieren, wie auch immer. Und unter dem Video ist natürlich auch noch ein Link und der führt auf die Produktseite. Und da könnt ihr euch nochmal die ganzen technischen Spezifikationen dann anschauen. Wir haben noch mehr Leuchten von F&V, wir haben noch mehr LED-Leuchten generell. Also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Einfach mal LED einfach bei uns eingeben, bei uns im Shop. Flächenleuchte am besten noch dazu. Da bekommt ihr also eine ganze Menge bei uns dann angeboten. So, bis zum nächsten Video, sage ich einfach mal. Und tschüss, bis dann.